Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Barber Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute haben wir es zu tun mit 4 Updates, einer neuen Karte und 16 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Kai und Karpwall für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Dieses Video wird präsentiert vom Hofcrack Stefan Pfister. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du ein Hofcrack-Mitglied bist. Das erste Update kommt für den Güttler Matador 30 von Rick Black Label TBD Modding, Downloadgröße 4,16 MB, jetzt in der Version von 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, nach Saatgerät hinzugefügt, Heckanbau möglich, Modell angepasst. Das nächste Update kommt für den Kuhstall 3 plus 3 von 20 mm Normandie, Downloadgröße 10,53 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Fixed Mist Trigger Animation, Fixed Multiplayer, Fixed Futter Trigger, Fixed Preis. Der große Pavillon aus Metall von FSG Modding und FSG Davar kriegt das nächste Update. Downloadgröße 0,54 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Farbauswahl hinzugefügt. Und das letzte Update für heute kommt für die Mod Holzfäller von Loki 79, Downloadgröße 20 kb, in der Version jetzt von 1.2.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, es wurde ein Fehler behoben, bei dem nach dem Entfernen eines ganzen Baums Geisterbäume erzeugt wurden. Und damit kommen wir zu der neuen Karte, und zwar heißt diese kleine Kuhfarm oder Small Cow Farm. Der Text sagt, willkommen auf der Small Cow Farm. Dies ist eine Mischung aus Small Farm und Cow Farm. Dies ist eine kleine Karte, auf der Kühe im Mittelpunkt stehen, von denen es 1200 gibt. Auch in natürlichem Wasser zu finden. Not quite sure what you mean with that, maybe vorplatzierter Wassertank. Grundlegende Pflanzen und Tiere. Wald ist nicht auf der Karte, kann aber problemlos erstellt werden. Es gibt 1200 Kühe und die Futterkapazität und das Stroh und das Wasser sind entsprechend eingestellt. Du könntest hier auch Zäune aus dem Grundspiel verwenden. Viel Spaß! Die Karte kommt von ABT Frankie, Downloadgröße 29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und jedes Mal, wenn ABT Frankie eine Karte bringt, wird es ein bisschen witzig in der Beschreibung oder im Beschreibungstext. Auch dies hier wieder auch in natürlichem Wasser zu finden, ist wieder eine Hinzufügung, die eigentlich nur von ihm kommen kann. Ich weiß nicht, ob dies eine Übersetzungsfrage ist oder ob das einfach so ein bisschen komisch wirkt. So, wenn wir die Karte als neue Farmer betreten, kommen wir hier an unserem Farmhaus raus. Das ist also dieser Wohnwagen hier. Und wir sehen hier gleich rechts daneben einen kleinen Treibstofftank. Dann haben wir hier unseren Kercher. Dann haben wir hier einen Edelstahl-Düngertank. Des Weiteren haben wir hier ein Karma 16. Und zwar kann hier gekauft werden Saatgut oder Mineralfutter. Wahrscheinlich in diesem Falle hier eher Mineralfutter. Des Weiteren haben wir hier einen Unterstand mit etwas Equipment stehen. Wenn wir hier vom Hof runtergehen, dann haben wir hier drüben einen Verkaufspunkt, den kennen wir schon von der Small Farm. Dann haben wir hier ein Gebäude, das wahrscheinlich gar nicht genutzt werden kann. Des Weiteren haben wir hier die Reparatur, die Werkstatt. Hier haben wir den Händler, hier haben wir den Viehhandel. Des Weiteren haben wir hier drüben den Gesteinsbrecher. Dann haben wir unseren Drescher, wir haben unser Silo, 400.000 Liter fast dieses. Dann haben wir hier den Welger, dann haben wir hier ein eine Hühnerweide für 30 Hühner. Das ist diese hier. Des Weiteren haben wir hier vorne noch eine kleine Pferdeweide mit Platz für 5 Pferde. Hier haben wir noch etwas mehr an Equipment stehen. Hier ein weiterer Unterstand. Und das ist im Prinzip schon mal fast das, was es zu sagen gibt. Außer natürlich... natürlich hier diese Kuhweide. Und hier gibt es einen Wassertank. Hier muss also Wasser gebracht werden. Hier gibt es Platz für 1200 Kühe. Das Land gehört aber noch nicht uns. Wir schauen uns kurz die PDA an. Wenn wir als neuer Farmer starten, dann haben wir diesen ganzen Plot hier. Dann haben wir
Feld 13 und Feld 14, die haben so eine Größe von 0,5 Hektar zusammen. Dann haben wir das Feld 23, das hat die Größe von 0,4 Hektar. Und wenn man die Kuhweide kaufen möchte, muss man knappe 200.000 Euro auf den Tisch legen, damit man natürlich dann Zugriff auf dieses Landstück hat. So, jetzt können wir sehen, es haben tatsächlich 1200 Kühe Platz hier. Hier wird natürlich das Futter abgeladen. Was ich ein bisschen komisch finde, wir haben hier in der Mitte des Feldes einen kleinsten Tümpel. Ich weiß also nicht, ob man das überhaupt nutzen könnte, um einen Anhänger mit Wasser zu füllen. Das weiß ich also nicht. Es gibt auch keinen Zugang zu diesem Feld, also man kann nicht reinfahren. Man müsste dann hier einen Teil des Zaunes abreißen, damit man da überhaupt Wasser holen könnte. Das heißt also, entweder ist dieser hier automatisch befüllt mit Wasser oder ist es halt dann, muss man einen anderen Weg finden, um Wasser organisieren zu können. Der Aussaatkalender ist der Standardkalender. Es gibt natürlich keine Zusatzfrüchte. Des Weiteren können wir sehen, dass eigentlich alle Produkte, die aus produziert oder angebaut werden können, auch verkauft werden können. Genau, hier können wir wirklich alle Produkte verkaufen. Das ist auf jeden Fall mal schon fertig gedacht hier. Das ist perfekt. Dann schauen wir uns mal an, welche Produktionen verbaut sind. Und wir sehen, dass keine Produktionsstätten verbaut worden sind. Die Ladestationen, also Kaufstellen, haben wir hier. Das ist also der kleine Treibstofftank. Den haben wir gesehen. Edelstahl, Düngertank haben wir auch gesehen. Und das Kramasilo haben wir auch gesehen. Abladestation, respektive Verkaufsstation, haben wir den Gesteinsbrecher. Wir haben das unser Hofsilo und wir haben den Hofladen. Aufträge können wir sehen, gibt es auch. Und wir können auch kurz mal unser Start-Equipment angucken. Wir haben also einen Arion 660 von Klaas. Wir haben einen G135 von Valtra. Wir haben den Topliner von Deutz Fahr. Wir haben, wie gesehen, den Welke-Anhänger. Wir haben ein Schneidwerk. Wir haben den entsprechenden Schneidewerkswagen. Wir haben eine Scheibenecke. Wir haben eine Kreiselecke. Wir haben einen Tiefenlockerer. Wir haben die Sämaschine, die gehört zusammen zu der Kreiselecke. Dann haben wir ein Seitenmähwerk. Wir haben einen Wender, einen Schwader, eine Ballenpresse, einen Frontlader, etwas an Frontladerwerkzeug und zwar eine Palettengabel und wir haben zwei Gewichte. Wir machen den obligatorischen Rundflug und wir können sehen, dass die Karte tatsächlich sehr, sehr klein ist. Also wenn jemand die Karte schon gesehen hat, die ist kleine Farm, die Small Farm, dann ist es genau diese Fläche. Und hier ist sie einfach umkonvertiert worden, um 1200 Kühe bewirtschaften zu können. Meine Frage ist halt hier einfach, kann man mit diesen kleinen Feldern, mit diesen wenigen Feldern hier 1200 Kühe tatsächlich bewirtschaften? Das ist meine Frage. Was denkt ihr? Bitte schreibt es mir in die Kommentare unter das Video rein, damit ich eure Meinung dazu sehe. Ja, ich würde sagen, das war schon zu dieser kleinen oder Mini-Karte hier. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich weiter und machen weiter mit den neuen Mods. Wir kommen zu der ersten neuen Mod und zwar heißt dieser Hauer VX-Pack. Kommt von Felix Modding und Master LS, Downloadgröße 40,03 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Es wird darauf hingewiesen, dass dieser Frontlader nur zu nutzen ist mit dem Traktor, der die Hauer Frontladerkonsole vom selben Modder verbaut hat. Das heißt also, diese kann man finden unter Prefab in dem Modhub. Da ich dies nicht gemacht habe, also diese Prefab nicht geladen habe, kann ich diese Mod nur so vorstellen. Also hier kommt dieser mit verschiedenen Frontladergeräten hier und zwar zum einen den VX95 für 5.200 Euro, den VX110 für 6.300 Euro, den 130er für 7.400 Euro, den 150er für 8.500 Euro und den 170er für 9.600 Euro. Bei allen kann eingestellt werden, hier Design mit oder ohne SMS, was auch immer das SMS eigentlich bedeutet. Das ist dieses hier SMS und das geht dann wieder weg. Dann kann die Anhängerkupplung vorne kann entschieden werden, ob das eine Euro-Aufnahme wird oder die Hauer-Aufnahme. Und wenn man hier Hauer-Aufnahme wählt, dann kann man tatsächlich nur diese Anbaugeräte dann verwenden. Mit zu dem Pack kommt die Großballengabel im Wert von 1100 Euro und wiegt 110 Kilo. Zinkenkombination gibt es hier innen
oder außen oder natürlich die Kombination. Dann gibt es einen Adapter, der kann man benutzen, um an den VX auch die Euro-Aufnahme anhängen zu können. Das ist dieser hier, wiegt 120 Kilo und kostet 500 Euro. Dann gibt es ein Heckgewicht, das ist dann 650 Kilo schwer und hat ein Zuladevolumen von 650 Kilo. Der Preis 550 Euro. Dann gibt es hier eine Riesenmenge an Schaufeln, einmal eine Großvolumenschaufel. Diese kommt mit einem Volumen von 1700 Litern, wiegt 340 Kilo und kostet 1700 Euro. Dann haben wir die 1900er, die hat dann 1900 Liter Füllvolumen, wiegt 371 Kilo und kostet 1800 Euro. Dann kommen wir zu der Großvolumenschaufel 2100. Diese hat natürlich ein Ladevolumen von 2100 Litern, wiegt 417 Kilo und kostet 1900 Euro. Und die letzte dieser Großvolumenschaufeln ist die 2300er, wiegt 448 Kilo, hat ein Volumen von 2300 Litern und kostet 2000 Euro. Dann gibt es die Leichtgutschaufel. Da gibt es auch verschiedene Varianten. Einmal die 1020er mit einem Volumen von 1020 Liter, wiegt 280 Kilo und kostet 1100 Euro. Dann gibt es die 1120er, die hat natürlich 1120 Liter Ladevolumen. Das Gewicht liegt bei 323 Kilo und kostet 1200 Euro. Die 1230er kostet 1300 Euro und hat ein Volumen von 1230 Liter und natürlich dem Gewicht von 344 Kilo. Und zu guter Letzt haben wir die 1340er, die ist natürlich die 1340 Liter und wiegt 365 Kilo. Kostenpunkt 1400 Euro. Die nächste neue Mod heißt John Deere 9600 und 9610, kommt von SID Modding, Downloadgröße 23,43 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Drescher standardmäßig mit 253 PS, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 530 Litern, 30 Litern für DEF, 25 km/h ist die maximale Geschwindigkeit. Das Füllvolumen für das Erntegut liegt bei 8457 Litern, das Gewicht bei 13,7 Tonnen und kostet 87.100 Euro. Die Korntankverlängerung oder Vergrößerung kann natürlich hinzugebaut werden von Standard auf kleine Tankklappen. Dann wird das Volumen auf 9.818 Liter erhöht. Dann kommt der Maurer regulär. Der bietet dann ein Volumen von 11.818 Liter. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas und Michelin. Das Design kann geändert werden mit dem Starfire 3000 oder ohne. Dann kann hier natürlich wie immer hier den CB-Funk eingebaut werden. Das ist dieses Gerät hier. Bei der Motorenausführung gibt es den 9600er mit 253 PS oder den 9610er mit 275 PS. Entladerohr kann geändert werden von kurzem Rohr zu Standardrohr und zurück. Wir kommen zum Ponce Bison Active Frame vom HR Forst und Fahrzeugbau, Downloadgröße 18,77 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Holztransporter mit einer Leistung von 285 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 170 Litern, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 22,7 Tonnen und kostet 225.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Olofos, Nokian und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich wie immer nicht durch. Scheibentönung kann hinzugebaut werden, ja, entweder in Schwarz oder in Gelb. Haubenschutz gibt es natürlich auch. Der kommt hier unten hin, und zwar in dem Design 1 zu und zurück. Schutz unten gibt es natürlich auch. Das ist hier unten. Dann gibt es den Auspuffschutz. Der wird hier hinzugebaut an der Seite. Natürlich ja oder nein. Dann gibt es den Scheibenschutz, natürlich, das sind wir gewohnt. Vorne hier ein Gitter hin und einmal ohne. Polterschild kann hinzugebaut werden, hinten. Das Design kann geändert werden, zu ja oder nein. Und zwar wird hier ein Gitter hinzugebaut. Das ist dieses hier. Dann gibt es die Motorenausführung, den Bison AF, der hat dann 285 PS. Dann gibt es den Stage 1, der gibt den 425 PS Leistung ab. Die Hauptfarbe kann geändert werden von der gewohnt großen Standardpalette für HR Forst und Fahrzeugbau. Die Zangenfarbe kann natürlich aus derselben Farbpalette gewählt werden. Die Bänder- und Kettenfarbe natürlich auch. Wird man hier nicht sehen, weil wir keine Ketten angebaut haben. Und dann haben wir noch die Felgenfarbe, die kann natürlich entsprechend gewählt werden. Wenn wir jetzt hier die Reifentypen ändern auf Olofos, sehen wir, dass die Reifentypen dann entsprechend der Farbauswahl rot sind.
Wir kommen zu der Lizard HPN Serie Brasilien. Diese kommt von Kola. Downloadgröße 29,29 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser modulare LKW natürlich mit 5 verschiedenen Modulen. Zum einen schüttet gut 6x2, hat ein Ladevolumen von 25 Kubikmeter, wiegt 3,4 Tonnen, maximales Zuladegewicht 0 Kilo. 0, da kann man ja gar nichts draufladen. Dann gibt es hier die dekorative Schärpe, einmal Schärpe 1, 2, das ist dann hier diese Dekoration, das ist dann hier verschiedenst kombiniert. Dann Design 3 gibt es hier noch schwarz dazu oder weiß und so weiter. Dann Design 1 ist hier unten die Farbauswahl, Design 2 natürlich auch hier noch Farbauswahl, hintere Höhe kann erhöht werden und zwar ist das denn dieser Schutz hier. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette und betrifft den Body. Die Designfarbe, diese hier, kann gewählt werden von aus derselben Farbpalette und betrifft das unten. Die Abdeckung kann natürlich auch geändert werden und natürlich die Farbe des Schmutzfängers natürlich auch. Davon gibt es dann auch den 4x2, der hat dann 15,7 Kubikmeter. Alles andere bleibt genauso gleich. Der Preis liegt bei 11.000 Euro. Dann gibt es noch den Kipper, der hat ein Ladevolumen von 21 Kubikmeter, wiegt 2,3 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 3,3 Tonnen. Das heißt also, auch hier passt nicht wirklich viel rein. Preis 13.000 Euro. Die Farbauswahl und die diversen Konfigurationsmöglichkeiten sind dieselben, wie wir gesehen haben, so wie auch die Farbpalette. Dann gibt es noch den Zuckerrohr 6x2. Der hat ein Ladevolumen von 27,3 Kubikmetern, hat ein Gewicht von 2,5 Tonnen, ein maximales Zuladegewicht von knappen 7 Tonnen und der Preis liegt bei 24.000 Euro. Auch hier kann die Höhe verstellt werden und natürlich die Farbauswahl kann entsprechend aus der gewohnten Farbpalette gewählt werden. Und als letztes haben wir den Slider, das ist dann natürlich ein Transportaufsatz, kommt mit dem Gewicht von 3,5 Tonnen und kostet 1.800 Euro. Auch hier kann dieselbe Farbpalette gewählt werden. Ich bin hier ein bisschen verwirrt. Dieser Aufsatz ist nur 1.800 Euro. Alles andere ist über 10.000. Also ich würde sagen, hier der hätte vielleicht 18.000 Euro sein müssen. Zu guter Letzt haben wir natürlich den LKW an sich. Der kommt standardmäßig mit 177 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 210 Litern. 80 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 7 Tonnen und kostet 70.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden von 4x2, 6x2A, 6x2B, 4x2 und so weiter und so fort. Reifenvarianten kann gewählt werden zwischen Stahlfelge, Stahlfelge 1 und so weiter und so fort. Auch hier können natürlich dieselben Farben ausgewählt werden, wie zum Beispiel, wie wir schon gesehen haben, die Schärpe. Dann die hintere Höhe kann erhöht werden. Dann gibt es ein Treppenlicht. Das kann in verschiedenen Designs angebaut werden. Und zwar ist es dieses hier unten. Und da gibt es verschiedene Designs. Stoßstange gibt es in Grau, in der Farbe. Oder in Schwarz. Dann gibt es davon auch jeweils noch eine niedrige Stoßfängereinrichtung, auch mit den drei Farboptionen. Fenster können getönt werden, einmal Design 2, 3 und so weiter. PX-Antenne gibt es einmal rechts, links und beidseitig. Dann gibt es eine Verzierung am Rücklicht und zwar ist das einmal die 3 orangefarbenen Lichter, 3 rote Lichter und 5 orangefarbenen Lichter und 5 rote Lichter. Radkappe kann hinzugebaut werden, ja oder nein, und zwar vorne, Stahlfelge, Stahlfelge 2 und so weiter und so fort. Radkappen hinten natürlich dasselbe. Auspuffanlage kann Auspuff 1, 2 und so weiter ausgewählt werden. Luftfederung kann hinzugefügt werden, ja oder nein. Dann gibt es die Kapazität im Plastiktank, zum Plastiktank 1, was dann das Volumen für den Diesel erhöht auf 300 Liter, dann der runde Tank auch 300 Liter zurück zu 210 Liter. Dann Kühlergrillen gibt es grau-grau, grau-farbe, grau-schwarz und da gibt es alle verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten. Pneumatisch, was auch immer das bedeutet, gibt es 6x2, ja oder nein. Motorenausführung gibt es den 12/18er mit 177 PS. Dann gibt es den 14/18er, der hat auch 177 PS. Dann gibt es den 16/18er, der hat 184 PS. Den 16/21er hat 210 PS. Dann können noch Markierungen hinzugebaut werden. Das sind diese Seitenmarkierungen hier plus einen Sonnenschutz und zurück. Bei der Hauptfarbe kann aus der gewohnten Farbpalette gewählt werden.
Die Fahrgestellfarbe kann geändert werden zwischen Rot und Schwarz. Die Narbenfarbe kann aus der gewohnten Farbpalette gewählt werden, sowohl wie auch natürlich die Felgenfarbe. Das ist tatsächlich das erste Gerät, das ich gesehen habe, wo ich die Seitenspiegel verstellen kann, sodass es für mich stimmt. Und sowohl aber rechts wie auch links kann man das so entsprechend einstellen. Wir kommen zu der Maxi-Ballengabel. Diese kommt von Fred Modding, Downloadgröße 7,94 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar gibt es hier 4 Gabel, jeweils eine Dreiergabel für Quaderballen, eine Vierergabel für Quaderballen und dasselbe für die Rundballen, einmal eine Dreier- und eine Vierer-Version. Wir nehmen mal die Vierer-Version für die Quaderballen. Diese wiegt 760 Kilo, kostet 9000 Euro. Dann gibt es die Dreier für die Rundballen, wiegt 700 Kilo und kostet 8000 Euro. Ja, das sind diese 4 Optionen, die wir hier haben. Es sei zu erwähnen, dass diese hier an einen Teleskoplader angebaut werden müssen, da es keine Option gibt, die Kupplung zu ändern. Wir kommen zum Mezio Metaku 70 1360 Multi. Dieser kommt von Oscar 8599 und Pixel Farm, Downloadgröße 31,86 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieses Paket mit 4 verschiedenen Elementen. Zum einen den 1360er, das ist ein Ladewagen, der Gras sammelt, Heu oder Stroh. Und zwar so, dass dieser dann überladet in einen Anhänger oder in einen Abfahrer. Dieser kommt mit einem Gewicht von 2,4 Tonnen, braucht 240 PS, hat eine Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h und kostet 45.000 Euro. Dann gibt es den Metaku 75, das ist ein Anhängerkipper, der aber an einen LKW angebaut werden müsste oder dann eben mit einem Dolly zu verwenden ist. Das Ladevolumen für diesen Kipper liegt bei 52 Kubikmeter, wiegt 12 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 6 Tonnen, da passt also nicht wirklich viel rein, wenn man ein reales Gewicht anhat und kostet 55.000 Euro. Die Konfiguration kann gewählt werden, hier mit Dach oder ohne. Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Redestein, BKT, Michelin und Trelleborg. Dann kann man hier ein Warndreieck hinzubauen, natürlich ja oder nein. Seitenmarkierung gibt es dann hier auch, und zwar sind das diese kleinen Teile hier. Dann gibt es das obere Positionslicht, das ist dieses hier. Dann gibt es das mittlere Positionslicht, das ist dieses hier. Und dann gibt es das untere Positionslicht, das ist dieses hier. Arbeitslicht gibt es natürlich auch noch und das wird hier hinten angebaut. Das sind diese beiden Scheinwerfer. Dazu gibt es noch den Metaku 75 Zugdeichsel. Das ist diese hier. Die kann man verwenden, um den direkt mit dem Kipper anzuwenden. Kommt mit einem Gewicht von 1,6 Tonnen und kostet 1250 Euro. Und da gibt es noch die Kombination aus allem. Das heißt, es ist direkt zusammengebaut. Das heißt, er nimmt alle Teile, hat er dabei verbaut, auch mit dem Ladevolumen von 52 Kubikmetern, wiegt 14,4 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 6 Tonnen, braucht 240 PS, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 100.000 Euro. Die Einstellungsmöglichkeiten haben wir eigentlich schon gesehen, da hat sich nichts geändert, deswegen gehen wir gleich weiter zu der nächsten neuen Mod. Wir kommen zum Brent Avalanche 1596. Dieser kommt von Kamil, Downloadgröße 13,76 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Überladewagen mit einem Volumen von 53 Kubikmetern, wiegt 19 Tonnen, hat ein maximales Zuladegewicht von 26 Tonnen, braucht 300 PS und kostet 118.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein, BKT Continental, Michelin, Mittas und Lizard und Trelleborg. Gibt es dann die Bandlaufwerksvariante. Die Abdeckung kann entfernt werden, ja oder nein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus Rot oder Grün. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus verschiedenen Grauschattierungen. Wir kommen zum Agromarsch Salvis 3800. Dieser kommt von Bach zum V3, Downloadgröße 12,31 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Direktsaatmaschine mit einem Volumen für Saatgut und Mineraldünger von 5000 Litern, wiegt 5,2 Tonnen, braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, 18 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und kostet 32.000 Euro. Die Farbe kann gewählt werden zwischen diesen verschiedenen Rottönen und die Designfarbe aus diesen verschiedenen Grüntönen. Wir kommen zum Horsch Maestro 12 SW. Dieser kommt von Dithmarscher Modding, Downloadgröße 10,73 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac.
Diese Einzelkorn-Seemaschine kommt mit einem Volumen für Saatgut und Mineraldünger von 9000 Litern, wiegt 7,2 Tonnen, braucht 180 PS, hat eine Arbeitsbreite von 9 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 93.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mitas und Trelleborg. Wir kommen zum DT75 Kasachstan. Dieser kommt von Razor Modding Team, Downloadgröße 45,17 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Traktor mit einer Leistung von 90 PS, wird manuell und lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 430 Litern, 12 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und wiegt 7 Tonnen. Der Preis 7.550 Euro. Gegengewicht gibt es einmal ja, 200 Kilo Frontgewicht und einmal nein. Dann gibt es die Covers, die können die Abdeckung des Motors, der kann angebaut werden oder nein. Dann gibt es die Lichtkonfiguration einmal Standard. Dann gibt es die Dachbeleuchtung und dann gibt es die Kombination daraus. Konfiguration Feuerlöscher gibt es zum einen in der Fahrgastkabine drin, einmal ja oder einmal hinten draußen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und die Farbe des Armaturenbretts kann aus dieser Farbpalette ausgewählt werden. Farbe oben der Kabine, die kann aus dieser Farbpalette gewählt werden und natürlich betrifft das das Dach. Die Motorhaubenfrontfarbe kann geändert werden zu dieser Farbpalette hier. Das ist dann dieses Teil hier. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich für das Bandlaufwerk und kann aus derselben Farbpalette ausgewählt werden. Die nächste neue Mod heißt Widder GFZE 300, kommt von Jonas, Downloadgröße 4,74 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Dies ist ein Grubber mit einem Gewicht von 700 Kilo, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 6.900 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt dieses Saatkartoffel-Bauernhof-Fahrzeugpaket. Das kommt zusammen mit der nächsten neuen Mod dann und zwar kommt diese von Dazet, Downloadgröße 19,28 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Paket mit vier verschiedenen Werkzeugen. Zum einen natürlich dem TMC-Kanzler, der ist hier umgebaut worden zum Krautschläger, also zum Entfernen von dem Grünzeug über den Kartoffeln, bevor geerntet wird. Wiegt 4 Tonnen, braucht 200 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter und eine Arbeitsgeschwindigkeit von 9 km/h. Der Preis 25.500 Euro. Dann gibt es zwei Seemaschinen, einmal die GL420. Die nimmt 2715 Liter an Saatkartoffeln auf, wiegt 2,4 Tonnen, braucht 150 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 46.000 Euro. Dann gibt es den Kompakter, das ist dieser hier, der hat ein Volumen für die Saatkartoffeln von 8050 Litern, wiegt 6,8 Tonnen, braucht 170 PS, hat eine Arbeitsbreite von 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet knappe 130.000 Euro. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Grubber, das ist dieser hier. Der hat eine Tankfüllmenge für Flüssigdünger von 1500 Litern, wiegt 1,1 Tonne, braucht 100 PS, hat eine Arbeitsbreite von 3 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und der kostet 17.500 Euro. Die dazugehörige andere Mod ist die Saatkartoffel-Bauernhof-Gebäudepaket, kommt von Dazet natürlich auch. Downloadgröße 22 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Kommt zum einen mit dieser Halle hier und zwar zu finden unter Produktion und Fabriken. Das ist das Kartoffellager und Sortierschuppen. Das ist dieses Objekt hier. Kostenpunkt zum Platzieren 455.000 Euro. Dazu gibt es in derselben Kategorie diese hier, diese Kartoffelsortierer. Das ist die kleine Maschine. Dann gibt es das große Kartoffelsortierer mit Bagger. Das ist diese große Anlage hier. Dazu gibt es dann auch noch einen zusätzlichen Schuppen. Das ist eine Erweiterung. Gibt es natürlich noch ein bisschen mehr Kühlräume. Und dazu gibt es natürlich auch noch für vier verschiedene Verkaufsstationen, wo man diese Kartoffeln dann verkaufen kann. Des Weiteren gibt es auch hier noch eine spezielle BGA dazu. Das ist diese hier. Die nimmt dann eben auch die Abfallkartoffel an und natürlich alle anderen Produktionen. Wer dem Kanal folgt, der weiß, dass diese ähnliche Mod schon mal da war. Die wurde, glaube ich, wahrscheinlich dann zurückgenommen nach dem Patch mit den Palettenlimitierung. Ist jetzt komplett neu aufgelegt und ist komplett anders. Und die werde ich mir natürlich im Detail dann angucken. Und ja, das ist also die andere, gibt es also nicht mehr, die Kartoffelsortieranlage. Das ist jetzt also diese hier.
Wenn wir hier in die Halle reingehen, dann ist das diese große Sortieranlage, die hier eingebaut ist. Hier kann dann hergestellt werden, natürlich die Sortierung. Und zwar gibt man hier normale Kartoffeln rein, kriegt dann etwas an Abfallkartoffeln. Dann gibt es die Saatgutkartoffeln und die Premiumkartoffel, die da rauskommt. Das andere kann man dann natürlich entsprechend so einstellen, dass man hier das eine oder andere produziert. Das werde ich mir dann im Detail angucken und werde natürlich ein separates Video darüber machen. Dieses wird natürlich dann in der Reihe von Mods im Rampenlicht kommen, wo die Mitglieder ab Stufe 3 auch früher Zugriff haben. Also die haben dann mindestens 24 Stunden früher den Zugriff zu diesem Video. Dann haben wir hier einen Kühlraum. Da kann man den Kühlzyklus starten oder den Aufwärmzyklus starten. Des Weiteren gibt es hier jeweils den Lichtschalter, der dazu für die einzelne Halle kommt. Das sieht richtig cool aus mit diesem Licht hier, mit dem Staub. Das ist richtig schön. Dann haben wir hier eine zweite Kühlhalle. Die haben wir den Vorplatz. Auch überall hier kann man natürlich Licht einschalten, wenn man denn so möchte. Und natürlich auch draußen kann man das Licht entsprechend einschalten. Auch hier drinnen kann man natürlich das Licht einschalten, wenn wir die Partikel uns angucken. Die bewegen sich also. Also finde ich das richtig schön gemacht. Zusätzlich zu diesem Paket gibt es noch diesen Container hier. Und natürlich gibt es noch hier eine weitere Möglichkeit hier. Ein Container mit dieser Werkstatt angebaut. Das schauen wir uns kurz an. Hier kann man die Türen öffnen. Hier kann man entsprechende Sachen auffüllen, wie Pflanzenschutzmittel Diesel, das dann hier oben gelagert wird. Also das Pflanzenschutzmittel und der Diesel wird oben gelagert. Jetzt sind schon 15.000 Liter drin. Und das kann dann hier als Tankstelle benutzt werden. Hervorragend, da ist wirklich alles dabei. Und dann gibt es hier natürlich noch die Werkstatt an sich. Das ist diese hier, ja, schön gemacht, also ein Komplettpaket. Das werden wir uns dann im Detail angucken. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese komischerweise Garage bauen. Diese kommt von Mattei Mods, Downloadgröße 13,75 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier. Kostenpunkt zum Platzieren 120.000 Euro, Unterhalt pro Tag 30 Euro. Und die erzeugt 4.800 Euro Einkommen pro Monat und zwar durch die Solarzellen, die verbaut sind. Hier, das ist diese Halle hier, eine L-förmige Halle, sehr, sehr groß. Hier kann man Licht einschalten und zwar für die ganze Halle. Und hier gibt es natürlich verschiedenste Toren und Türen. Wir kommen zum unterirdischen Lager. Dieses kommt von Schulz Modding, Downloadgröße 0,97 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies zu finden natürlich unter Silos. Da sind diese zwei verschiedenen Lager hier. Zum einen dieses hier für 50.000 Euro, hat ein Fassungsvolumen von 500.000 Litern. Dann gibt es die doppelt so teure Version mit 100.000 Liter. Dieser hat dann ein Füllvolumen von 500 Millionen Litern. Ein bisschen cheaty, so viel passt da rein, 500 Millionen. Wer braucht denn so viel? Kostenpunkt zu platzieren zwischen 50.000 und 100.000 Euro und Unterhalt pro Tag 25 Euro oder respektive 50 Euro pro Tag. Hier können auch Ballen und Flüssigkeiten gelagert werden, zumindest in dem, was 100.000 Euro kostet. Und wir kommen zu der letzten neuen Mod für heute und zwar ist dies die vegane Produktionsstätten. Diese kommt von Adiran, Downloadgröße 4,04 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Zum einen die vegane Milchfabrik, Kostenpunkt zum Platzieren 100.000 Euro. Dann gibt es die Tofufabrik, das ist diese hier, Kostenpunkt zum Platzieren 80.000 Euro. Und dann gibt es natürlich noch die entsprechenden Verkaufspunkte. Das ist also zum Beispiel den veganen Bauernmarkt hier und den veganen Supermarkt. Die sind dann zum Platzieren zwischen 55.000 und 80.000 Euro. Wenn ich mir die Rezepte angucke, also jetzt von der Milchfabrik, da kann man Hafermilch natürlich herstellen aus natürlich Hafer. Dann
ein bisschen Sonnenblumenöl und Wasser. Sojamilch wird hergestellt aus Soja, Zucker und Wasser. Soja Cuisine wird hergestellt aus Soja, Zucker, Wasser und Sonnenblumenöl. Und Skier Style gibt es aus Sojabohnen, Zucker und Wasser. In der Tofu-Fabrik kann hergestellt werden natürlich Tofu in verschiedenen Arten. Einmal den Tofu normal, der braucht Sojabohnen und Wasser. Den Tofu Rosso, also den roten, der braucht Sojabohnen, Wasser, Sonnenblumenöl, ein bisschen Oliven und ein bisschen Tomaten. Räuchertofu braucht dann natürlich Sojabohnen, Wasser und Hackschnitzel. Finde ich sehr cool gemacht, schön kombiniert. Man kann also nicht nur einfach das Sojabohnen verwenden, sondern man muss hier eben eventuell auch noch andere Produkte haben, wie zum Beispiel Tomaten, Hackschnitzel und so weiter. Und hier drüben ist natürlich der entsprechende Verkaufspunkt, den haben wir uns schon gezeigt gehabt und deswegen machen wir jetzt auch gleich weiter. Und weiter machen wir hier natürlich mit der Abmoderation. Ich möchte mich ganz herzlich fürs Dabeisein bedanken, fürs Einschalten. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir dein kostenfreies Abo ab, willst du keine weiteren Videos zu den Mods und auch anderen Sachen auf dem Kanal nicht verpassen. Ich möchte mich nochmal bedanken, natürlich bei unserem Hofcrack, dem Stefan Pfister, der dieses Video gesponsert hat. Ganz, ganz herzlichen Dank hierzu. Hiermit würde ich dieses Video beenden. Ich möchte mich natürlich nochmal ganz herzlich bedanken bei allen. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende und habt nicht zu sehr geschwitzt. Hier in Spanien war es affenheiß und ja, das Meer hat die richtige Abkühlung gebracht. In dem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns diese Woche natürlich jeden Tag. Bis denne, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Danke, tschüss und hasta luego.